Ja, mein Name ist Jens Sandschmer. Ich bin Müller, ausgelernt schon bei der Deutschen Wühlemex. Und der Beruf ist an sich sehr bekannt. Nur die meisten wissen gar nicht, was sich darunter vorstellen sollen. Man ist wirklich breit aufgestellt. Man kann sehr, sehr viel. Und dementsprechend kann man auch alle Aufgaben im Betrieb übernehmen. Es geht hier im Grunde von der Warenannahme über die Einwaage der Handkomponenten, über Planung, Durchführung und Überwachung der Produktion bis hin zur Absackung oder halt Abfüllen in Big Bags oder in lose Zellen oder beladene LKWs, habe ich auch gemacht. Also im Grunde, ja, bist du halt wirklich ein Schweizer Taschenmesser, ne? Kannst alles machen, was du willst. Also wenn man fertig ist nach der Gesellenprüfung, empfiehlt es sich, ein Jahr zu arbeiten, Minimum, falls man dann weitermachen möchte. Man hat die Möglichkeit, den Meister zu machen. Da musste man nach Stuttgart hin. Das ist aber sehr, sehr Feinmüllerei-lastig, also Mehlherstellung. Oder man geht an die Deutsche Müllerschule in Braunschweig. Da kann man die Techniker machen und den Meister dann halt quasi studienbegleitend. Das ist 2 Jahre in Vollzeit. Also das muss man dann entsprechend planen. Weil in der Zeit bekommt man ja ein Ausbildungsgehalt, ne? Das muss man in seiner Lebensplanung dann berücksichtigen. Und dann hat man aber sehr hochwertigen Abschluss, mit dem man sehr, sehr viel machen kann. Gerade hier bei uns sorgfältig arbeiten, das ist somit das Wichtigste. Wir haben sehr viele hochwertige und teure Komponenten und da muss sorgfältig mit umgegangen werden. Das ist, glaube ich, das zentrale Attribut, was man mitbringen sollte. Ich meine, klar, pünktlich, zuverlässig, ne? Fleißig sind wir alle, ne? In Deutschland.